Jo, es geht weiter. Sieh dir nur die Anleger an. Als Stadt ein Säugling, aber mit dem größten Hafen Irlands. Man weiß die irische Luft nicht zu schätzen, wenn man den Gestank des Hafens nicht ausgehalten hat. Mit der Stärke dieses Hafens will ich meine Königswürde sichern. Esai erzählte mir, dass dein Thron nicht auf festen Beinen steht. König Flan muss nur etwas überzeugt werden. Wenn Düflin ein riesiges Handelsnetz hat, bringt es Reichtum nach Irland. Sieht Flan das ein, sind mein Königstitel und noch der der Kinder meiner Kinder gesichert. Ich kann dir keinen Thron schenken, aber ein riesiges Handelsnetz liegt in meiner Macht. Ich würde niemandem sonst meinen Handel anvertrauen, alter Mann. Du lässt zu, dass er dich so nennt? Ich habe schlimmere Namen für ihn. Ja, wir folgen Barit. Verpasst das Fest mal nicht. Sieht aber schon mal sehr schön aus, ja. Sehr, sehr nett. Ja, wir sollen jetzt weitergehen. Also hier ist Azar. Anscheinend ist das ihr Ding dort, ihr Handel. Barit, mächtiger König. Barit. Ife, dies ist mein Vetter Eivor. Zeig ihm den Bogen, den ich für ihn in Auftrag gab. Zeig mir den Bogen. Wie schön er gefertigt ist. Mein bestes Werk. Probier ihn aus. Triff die Ziele, bevor der Sand durchgelaufen ist. Schaffst du sie alle? Boah, schon wieder so eine Challenge hier. Ich verspreche nicht ins Blau oder ich schaff sie alle. Ach komm, ich schaff sie alle. Natürlich werde ich das. Sei bereit zu staunen. Ja, natürlich. Du bist aber selbstsicher. Natürlich. Wohl an, ich werde mich für dich schämen, wenn du versagst. Ach du Scheiße. Wie meine Pfeile fliegen. Das werde ich. Und los. Oh Gott. Jetzt habe ich doch ein bisschen Schiss hier. Scheiße. Ein guter Schuss. Oh, wir haben noch 13 Sekunden. Oh Gott, ich schäme mich. Ein wirklich schöner so, Bogen. Ganz einfach. Danke, Barit. Ganz einfach. Da verlässt du das Boot nach langer Seereise und schießt wahrlich meisterlich. So, gut. Das war doch schon mal ganz easy. Easy peasy. Gut gemacht. Warte mal. Ist das ein Gotteshaus? Wo? Ja, Christus eigene Kirche. Ach, hier ist nun vor allem christlich und Düflin ebenso. Viele Nordleute knabbern Oblaten. Du gibst denen einen Platz. Gleich mal zwei Fertigkeitspunkte, oh ja, weil ich gut habe schießen einen kann. Platz im Haus Christi, genau wie in der Halle Thors. Solange ein Gott mich beschützt, habe ich einen Altar für ihn. Ja. Aber es sieht wirklich schön aus, also so richtig schön dicht auch hier. Gebaut. Vor 20 Jahren wurden wir Nordleute besiegt. Die Iren übten Rache und plünderten Düflin. Esar sagte, dies sei eine Wikingerstadt. Von Nordleuten gegründet und von mir gesund gepflegt. Als ich König wurde, war ich König einer Schlammgrube. Glaubt sie, dass sie das? Exakt nach Gorms, wisst ihr. Aber dreieliger ist Galport in Ukamano. Also dieses ganze Gebäude hier, das gefällt mir schon auf jeden Fall sehr. Sehr imposant hier, vor allem auch die Treppe hoch, ist auch wieder sehr schick gemacht. Dann geht's ja wieder zu einer Art Langhaus. Mein Heim. Ich bedauere nur, dass meine Mutter und meine Frau dich nicht begrüßen können. Ja. Sie sind gerade auf Reise in die Berge. Die Wasser dort stärken die Gesundheit meiner Mutter. Ich blieb zurück, meinen missratenen Sohn zu züchtigen. Und ein Festmahl zu geben. Das bereits im Gange sein sollte. Die Königshalle. Oder halt Langhaus. Wir kennen das ja schon, hey, Barit, zu Genüge. Sei gegrüßt. Yeah. Also erstmal ein richtig schönes, leichtes Ankommen da hier in Irland. Geh nur, vergnüge dich. Ohne Stress. Ich muss mit meinem Sohn sprechen. Komm zu uns, bevor der Abend endet. So, wir spielen ja jetzt gerade die Quest Blutbande. Also es hat sich ja wieder hier umgeswitcht heimlich. Also Blutbande, Kapitel 1. Eivor wird von Barit, dem König Düflins, einen lang verschollenen Vetter in Irland willkommen geheißen. Ja, das haben wir schon so quasi fast hinter uns gebracht. Azar ist jetzt plötzlich hier, die hat sich hierher gebeamt. Sprechen wir mal mit Azar. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich hier sehen würde. Warum das? Ich dachte, du würdest lieber deine Waren zählen, als geheulende Wikinger zu beobachten. Und du? Würdest du lieber Zeit mit dieser Tratsch-Tante verbringen? Du bist eine gute Gesellschaft, ja. Ich kenne hier nur wenige. Und von dir weiß ich, dass du immer eine schöne Geschichte auf Lager hast.
Ich weiß tatsächlich etwas, das du vielleicht hören willst. Oh. Siegfrieds Gedärm verträgt sich nicht mit Käse. Was? Er hatte letzte Woche einen Unfall der peinlichen, wäschewechselnden Art. Er schiss sich ein? Unfassbar peinlich für einen jungen Mann seines Alters. Etwas, das ihn vor seinen Freunden bloßstellen würde, wenn man derlei Munition bräuchte. Ich danke dir. Deine Gesellschaft ist stets erhellend. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir hier ins Fettnäpfchen treten. Ne? Wir bekommen ja schon wieder Informationen, die vielleicht ein bisschen privater sein sollen. Aber ja, jemand, der sich einscheißt, ein bisschen... naja. Hey, du bist doch aus Barretts Familie. Ein feines Fest, nicht wahr? Hallo, amüsierst du dich? Ein großer Spaß und ein triftiger Grund, unseren zukünftigen König Siegfried zu feiern. Siegfried? Ich dachte Siegfried. Siegfried. Ist Barrett ein würdiger König? Oh ja, eine gute Frage. Ich bin neugierig. Wie hat sich Barrett als König bisher geschlagen? Oh, ganz wunderbar. Er veranstaltet gern Festmahle und lädt auch uns einfache Leute ein. Also vielleicht eher Gastgeber als König, aber er ist ein guter Mann. Und die Stadt war nie geschäftiger. Wie ist es in Düflin? Wie ist dein Leben in dieser Stadt so? Nun, es gibt einiges an Arbeit zu tun. Kisten schleppen, Dreck schaufeln. Ich selbst bin Gerber und verbringe meine Tage damit, Tierhäute in Kuhpisse zu tränken. Du riechst es wahrscheinlich. Oh Gott, Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es noch keine Riechspiele hier. So, ne? Ja, diese... Das wäre natürlich jetzt ein bisschen räudig. Auf Wiedersehen. Genieße das Fest mal, mein Freund. Du ebenso. Das ist Ihre? Hieß der jetzt wirklich Ihre? Das ist ein Ihre. Ich glaube, das sind alles hier Iren. Ja. So, wir sollen eigentlich jetzt zu Barret gelangen. Das ist eigentlich unser Hauptziel hier. Siegfried, mein Sohn hat sich wie der nächste König zu verhalten. Aha. Und sich nicht im Dreck zu suhlen. Ach, also nimmt Flan dich zum furzenden Possenreißer? Denk mit deinem Kopf, nicht mit deinem Arsch. Flan kann meinen Thron sichern, der eines Tages dein sein wird. Das macht dich zum Arsch. Genug! Oh, hier gibt's Stress. Hey, mein Sohn, Siegfried. Entschuldige mich, ich muss den Kopf frei bekommen. Sprichst du bitte mal mit dem Jungen? Können wir mal ernste Wörter reden hier? Komm, zeig dir, was lang geht. Hallo? Wäre eine ganz normale Art zu reden. Zeig etwas Respekt. Ja, ist schon... Ach so, du kleiner Klugscheißer. Oder man sagt, du scheißt dir noch in die Hose. Ach, das ist die Info, die wir gerade von Azar bekommen haben. Sollen wir das machen? Was sagt der Chat? Hat der Chat eine Meinung? Sollen wir sagen, dass er sich in die Hose scheißt? Also irgendwie, das ist schon ein bisschen cool jetzt. Aber natürlich könnte das jetzt übelst nach hinten losgehen. Aber ich würde fast die goldene Mitte machen. Aber ich glaube, das hat bestimmt keine handlungswichtige Entscheidung hier. Ach komm, wir machen etwas Respekt. Wir wollen den jetzt nicht so bloßstellen. Nur Gewürm verlacht den Vater genau. Unter seinem Dach. Klar, weil gerade angekommene Verwandte mir zu sagen haben, wie ich in meinem Haus spreche. In Nordwege legest du bereits auf dem Boden. Dann komm doch, wenn du Ehre im Leib hast. Wie du willst, Kleiner. Okay, also jetzt bereue ich's. Hätten wir doch mal den richtig fertig gemacht. Oh, scheiße, mein Gott. Es geht schon los. Ich denke ja immer, hier gibt es Ladezeiten, aber nein, es geht sofort los. So, wir müssen ja erstmal den richtig eins aufs Maul hauen. Ja, zacki, zacki. Hier, meine Faust links und rechts. Klaus und Faust. Meine Klaus-Faust. Schön. Schnell. Ich sollte dir wohl danken, dass du mich nicht blutig geschlagen hast. Ich bin nicht hier, um mit dir zu streiten, Siegfried. Vater spricht so lobend von dir. Ich wollte sehen, ob du den Geschichten gerecht wirst. Wer wird das schon? Ist Barret ein guter König? Auch hier wieder die gleiche Frage. Stellen wir mal. Bist du mit der Herrschaft deines Vaters unzufrieden? Er hat, was ein guter König braucht. Aber stattdessen gibt er lieber den schmierigen Händler. Du solltest mal nach Nordwege. Ein Besuch in Nordwege könnte einem jungen Drenger Gutes tun. Ich täte nichts lieber, als mit Vater zu gehen. Vielleicht würde die Heimat seinen Kampfgeist entzünden und Tiflin einen starken König schenken.
Okay, er ist auf jeden Fall flügge. Ich sollte gehen. Ich habe deinen Vater verloren. Weißt du, wo er sein könnte? Er wollte den Kopf frei bekommen. Das heißt, er besucht Großvaters Grab. Er spricht fast jeden Tag mit ihm. Baröd kann mit den Toten reden? Nein, seine Gespräche sind einseitig. Das Grab ist oben auf dem Hügel. Ich finde ihn schon. Danke, Siegfried. Eva, bring mir irgendwann bei, wie man so zuschlägt, ja? Nein, das ist ein Geheimnis. Einfach eine Faust nehmen. Das ist ganz wichtig. Und ganz, ganz doll hart drauf. So einfach hart. Einfach hart. So, also wir sollen ja jetzt das Familiengrab aufsuchen. Er ist auf einem Hügel bei einem großen Baum. Ja, wir sollen eigentlich die Karte aufmachen, ne? Hieß es doch gerade eben. Oder ist das jetzt sinnlos gewesen? Er ist beim Familiengrab südlich von Düflin. Südlich von Düflin, also das ist anscheinend Düflin. Südlich ist hier. Ich mache einfach mal hier. Er ist auf einem Hügel. Wir gehen einfach mal. Wir gehen einfach mal zu dem Punkt. Also er hat auch hier kurz hintergeschaut, aber ich habe das jetzt nicht richtig orten können, wo das jetzt genau sein soll. Einfach mal in das irische Wasser rein. Ach, ist das schön frisch hier. Das sieht auch so ein bisschen sauerer aus, oder? Nein. Ich glaube, das ist Einbildung. Ich glaube, die Wassergrafik oder diese Wasseranimation, das wird doch bestimmt gleich sein hier. Ja, schauen wir mal, wo uns das jetzt hier hin verschlägt. Beinfell. Aha. Oh, da können wir jetzt Sühnen benutzen. Und Sühnen wird uns jetzt gleich das Gebiet zeigen. Also hier sollen wir hin. Unsere neue Markierung. Da ist also das Familiengrab. Ja, ich keine Ahnung, was wir jetzt da genau machen. Aber wir lassen uns überraschen. Er ist ja natürlich, also der Barit ist ja da, wahrscheinlich. Ja. Und er betet. Barit! Warum so unruhig? Ein König muss immer auf der Hut sein. Wenn ich bedrückt oder unsicher bin, komme ich hierher zum Geist meines Vaters. Ich habe nicht mal nach ihm gefragt. Irgendwie wusste ich das. Vor einigen Jahren. Es war ihm bestimmt, im Kampf zu sterben, und so geschah es. Nun sitzt er an Odins Seite. Meine Familie schuldet deiner so einiges. Der Winter, als deine Familie kam, um bei uns zu leben. Ich erinnere mich an deine Geburt mit dem Schrei eines Kriegers. Das Seuchenjahr. Niemand nahm uns auf. Nur deine Eltern. Ich verdanke deiner Familie mein Leben. Und welch Leben wir hatten. Ich habe teure Erinnerungen daran, wie du dich zur Jagd hinausschlichst. Mitten in der Nacht. Sterne am Himmel, Mondlicht auf Schnee. Und so bekam ich die Narbe. Das tut mir leid. Was ist mit der auf deiner Wange? Die? Eine Warnung der Götter ob meiner Eitelkeit. Komm, wenn wir alle unsere Geschichten erzählen, sind wir eine Woche hier. Siehst du etwas? Nur in meiner wilden Vorstellung. Doch gehen wir trotzdem. Was war das denn jetzt gerade? War das ein Tier oder ein Mensch? Seltsam, wie ein kleines Geräusch einen Mann so auffühlen kann. Bei Thors Hammer, ich könnte eine Woche durchschlafen. Nicht mehr so ausdauernd wie damals, was? Als wir nachts auf die Jagd nach Irrlichtern gingen. Haben wir je eins gefangen? Ich erinnere mich da an was. Ja, wir sollen Barit wieder geleiten in seiner Feste. Natürlich ein bisschen Smalltalk machen, aber wir haben ja schon das erste Merkwürdige hier gesehen. Irgendwas lauerte im Busch. Und da kommt was. Was ist das? Ein Wolfshund, Meister. Aber ich bin dein Meister, mein Freund. Ich mit meinen Speeren. Oh Gott. Das war ein Tier und das war ein Mensch. Okay. Hier ist noch jemand.
Minarett sein. Naja, jetzt weiß ich auch, warum wir den geleiten sollen. Ich stieg den Thron nicht unangefochten. Thorstein, der Sohn des vorherigen Königs, trägt es mir nach. Davon hattest du nichts erzählt. Du bist zu Gast. Es ist unschicklich, dich mit nichtigen Sorgen zu belasten. Nichtige Sorgen? Jetzt weiß ich, warum du den Abend über so angespannt warst. Ja, es beunruhigt mich schon. So verwegen war er noch nie. Hält er dich für einen Thronräuber? Möglich, aber er scheint ihn gar nicht haben zu wollen. Er gibt sich damit zufrieden, mit seiner Schlägerbande zu schmuggeln und zu stehlen. Nur kleine Wikinger-Raubzüge, aber sie lassen mich in Flans Augen in schlechtem Licht erscheinen. Der läuft ein bisschen wie eingeschissen, hä? Als ob er gerade eine Wurst gemacht hat vor lauter Schreck. Als die eingegriffen haben. Macht nix. Hier gibt's noch jemanden, der einscheißt. Irland, der kleinen Einscheißer hier. Zumindest hier in der Erweiterung. Ist natürlich nur auf die zwei bezogen, die wir schon kennengelernt haben. Düflin, da sind wir wieder. Ich glaube, hier ist Dreh- und Angelpunkt. Hier werden wir wohl sehr, sehr oft sein. Ich glaube, es gibt auch hier eine Trophäe für Düflin. Irgendwas. Ich glaube, ausbauen. Irgendwas. Werden wir auf jeden Fall im Laufe der Zeit auch genauer angucken. So. Aber er läuft jetzt wirklich sehr langsam. Ist ein bisschen nervig. Wissen nicht, ob wir den ein bisschen anschieben können hier. Los, Barit. Aber wenn ich... Schärfe deinen Blick. Heute Nacht sind Räuber unterwegs. Oh. Verlass dich auf mich, mein König. Räuber. Er hat das natürlich zu den Wachen hier vorn erzählt. Er steht ja nicht umsonst da. Möge man meinen. So, ja, das ist schön chillig. Ist nur natürlich ein bisschen, ja, awkward hier oder strange hier. Ein bisschen merkwürdig auf Deutsch. Dass hier nichts gesagt wird. Und er wie eingeschissen reinläuft. So. Was haben wir jetzt hier? Eine Zwischensequenz. Was? Ihr wisst doch, dass ich Feiern immer zuletzt verlasse. Was ist geschehen? Wir wurden von Thorsteins Männern überfallen. Widersacher, von denen ich nichts wusste. Kaum überraschend, dass König Flan dich nicht willkommen heißt. Du beherrschst nicht einmal die Wikinger in deiner eigenen Stadt. Thorstein lässt mich noch nichtsnutziger aussehen, als ich es eh schon tue. Ich verstehe. Es ist die Ungnade des Hochkönigs, die das beschämt macht. Ich werde mich um Thorstein kümmern, Vetter. Nein, ich will dich nicht in diese elende Geschichte hineinziehen. Vielleicht zieht er sich für Silber zurück. Ja, vielleicht für eine Woche oder zwei. Dann kommt er wieder und wieder. Ich kann diesen Schandfleck ein für alle Mal loswerden. Eivor, dies ist nicht dein Kampf. Bei allen und jedem deiner Götter, Barret, lass Eivor dir helfen. Ab diesem Augenblick gehört mein Arm dir. Was auch nötig ist, dass Flan dir zulächelt, werde ich tun. Eivor, ich war noch nie so glücklich. Deine Familie rettete vor langen Jahren die meine. Eine passende Antwort wäre es, deinen Thron zu sichern. Ich fange mit Thorstein an. Es könnte sein, dass Sigfrid etwas weiß. Er war einmal Teil von Thorsteins Bande. Leider wahr. Suche ihn morgen auf dem Marktplatz auf. Nach einer durchzechten Nacht erholt er sich meistens dort. Wir werden bei Sonnenaufgang beginnen, ein Band mit Hochkönig Flan zu knüpfen. Guten Morgen! Ja, aufstehen. Geh wieder los. Zeit für Abenteuer, Eivor. Wolfsmal. Das war die Quest. Blutbande. Ich würde Sigfrid auf dem Marktplatz finden. Ich muss mehr über Thorstein erfahren.